Ja, moin Leute. Willkommen zu meinem zweiten Video auf diesem Kanal und heute habe ich mal was ganz anderes. Heute seht ihr mich mal nicht im Video, nicht wie im ersten, sondern heute habe ich mal ein Unboxing. Und zwar habe ich mir jetzt vor, glaube ich, 2 Tagen war das, auf Amazon ein Steelbook bestellt. Und zwar, wie ihr schon im Titel entnehmen könnt, von Tomb Raider von 2018 mit Alicia Vikander. Und ja, dieses Steelbook möchte ich heute auspacken. Also geöffnet habe ich es schon, das Paket, und ich habe es auch schon aus der OVP-Folie rausgeholt. Aber ja, mir sind direkt leider einige Macken zu Gesicht bekommen. Ich habe das Steelbook auch mal eben aufgemacht. Und ja, dann habe ich noch mehr Macken gesehen, leider. Und das Steelbook war OVP, also ist das schade, aber ich mache es jetzt einfach mal auf hier. Erstmal, es war nur in dieser Hülle hier. Das ist ohne Polsterung und alles. Ganz normal, einfach nur ein Pappding. Und das ist schon mal schlecht für ein Steelbook, weil hier ist es. Ist halt wirklich schön, muss man sagen. Meiner Meinung nach. Und ja. Natürlich, deshalb habe ich es mir auch bestellt, weil ich es einfach richtig schön fand. Ich hätte mir natürlich auch die normale Blu-ray Armoray holen können, aber ja, das wollte ich nicht. Und zwar, guckt mal hier, seht ihr direkt in der Kamera, hier, da habt ihr direkt, klar, es ist nur ein kleiner Einriss, aber das sollte halt auch nicht sein, finde ich, ne? Dann haben wir hier, wenn wir das hier mal lösen eben, Moment, mal hier, lösen wir das hier mal. Da haben wir hier einen Einriss. Der ist nicht von mir. Der ist genauso geliefert gekommen. Also, was soll ich dazu noch sagen? Das war OVP. Also, für Leute, die nicht wissen, was OVP ist, das heißt Originalverpackung. Und ja, normalerweise darf sowas nicht sein. Also, genau. So, hier haben wir das Steelbook. Wirklich schön, meiner Meinung nach. Und hier ist es von hinten. Beidseitig wirklich schön und auch von außen keine Makel oder sowas, sondern nur an der Folie hier, die ich jetzt hier hingelegt habe. Und jetzt gucken wir mal von innen. Da ist halt auch noch eine Sache leider kaputt. Vor allem war die Blu-ray nicht befestigt drin, sondern ich habe es schon gemerkt, als ich das Paket in der Hand hatte. Da war mir einfach schon klar, da ist ja irgendwas locker. Und das war leider die Disc. Die Disc hat, glaube ich, keine Beschädigung, es sind keine Kratzer dran und alles. Aber schade ist es natürlich trotzdem, ne? So, machen wir das Ding hier mal auf. So. Hier seht ihr wahrscheinlich schon die kleine Macke. Hier ist das Ding. Das ist einfach abgeschlittert gewesen, schon. Und zwar von hier. Seht ihr das? Diesen kleinen Einriss da. Ja, wenn das gebraucht gewesen wäre und in einem Zustand, ja, in einem gebrauchten Zustand, dann würde ich da nichts sagen. Aber so ist es halt schade, finde ich. Natürlich ist das Innenartwork auch wieder wunderschön. Also meiner Meinung nach. Sehr schön gehalten, auf jeden Fall. Ein generell wirklich schönes Steelbook, aber es nervt halt, wenn man neue Sachen bestellt und es kommt ja nichts Neues an, sondern ja, kaputte Sachen eher. Ich meine, solange die Disc funktioniert und das Steelbook von außen nicht beschädigt ist, und das ist es nicht, es ist makellos, dann sage ich da nichts. Ich werde es auch nicht zurückschicken, ich werde es so behalten, weil es war das Letzte, was noch auf Lager war bei Amazon. Aber da frage ich wirklich: Was soll das, Amazon? Warum schickt ihr denn so ein Steelbook in so einer Verpackung? Also hier ist wirklich nichts gepolstert, wie ich eben schon gezeigt habe. Sowas sollte eigentlich in einem Luftpolsterumschlag kommen. Ich weiß, dass Amazon sowas leider nicht macht, aus welchem Grund auch immer. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Also meiner Meinung nach sehr schwach. Das Steelbook hat mich knapp 20 € gekostet. Ich bin jetzt nicht unzufrieden, weil ich das wirklich schön finde und alles, aber ja, wie würdet ihr reagieren, wenn etwas halt nicht
komplett ganz ist, sondern halt teilweise beschädigt ist. Ich meine, es sind kleine Beschädigungen, habe ich ja schon angesprochen. Das macht das jetzt nicht schlecht. Ich freue mich trotzdem, dass ich den Film jetzt in meiner Sammlung habe. Aber ja, wie würdet ihr reagieren? Schreibt vielleicht mal einen Kommentar, wenn ihr Lust darauf habt. Würdet ihr sowas zurückschicken oder würdet ihr sowas behalten? Ich behalte es diesmal, weil es halt das letzte auf Lager war und sonst würde ich es überall nur für erhöhten Preis bekommen. Und ja, es regt mich jetzt nicht so sehr auf, dass es teilweise beschädigt ist, aber ja, es wäre natürlich schöner, wenn alles komplett ganz wäre, ne? Ja, dann hoffe ich, dass es euch das kleine Unboxing gefallen hat. Ich habe euch das Steelbook ja von innen gezeigt, von hinten und von vorne. Ich könnte euch vielleicht noch eben zeigen, was hier hinten so drauf ist. Steht halt nur der kleine Text, der auch auf der Standard Blu-ray drauf steht. Die Laufzeit von 118 Minuten und ja, das alle drum, das ganze drum und dran hier, ne? Genau. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ja, dann hören wir uns beim nächsten Video. Bis dann.